Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Korea gegen China, All-Stars, Rage auf dem Bann. Ich weiß gar nicht, warum man da auf Red Set so lange braucht. Du musst eh so bannen. Don't even act like you. Okay. Okay, S, MF, irgendwas davon geht durch. Vielleicht möchte man Zoe aufheben, um zu gucken, ob Korea Faker vielleicht Zoe bannt. Spielt die beste Zoe auf der Welt, nach mir. Jetzt wird S gebannt, MF dadurch ein potenzieller First Pick, weil jetzt der Zoe-Bann kommt. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, wird es halt Faker 1 vs 9. Oh mein Gott, what? Zoe. Ich bin gespannt. Here we go, meine Damen und Herren. Und man Faker hört die, auf Zoe. Hast du die Mädels kreischen gehört? Ja, ich hätte genauso gekreischt, wenn ich da... Ja, du kreischst ja jetzt schon. Ist so geil. Faker, die zweitbeste Zoe der Welt. Das erste Mal international mit diesen Champion. Xai, ich höre die Brücke rufen. So, guten Tag. Ja, sie haben Damage bestellt. Da haben sie ihn. Wenn er jetzt nicht im Ärger gehabt hätte, wäre er jetzt auf 200 AP. Aber auch so würde ich sagen, ist das ein netter Vorgeschmack dafür. Es ist halt einfach diese Combo. Du schläfst ein und hast dann alle Zeit der Welt, dein Q über 500 Kilometern anzubringen. Stell dir vor, das hätte Maxim bei Sleeping Sola gemacht. Das wäre halt wirklich mit True Damage. Also im Prinzip kann sich das vorstellen, Sleeping Sola und dann packen nur durchs Fenster. So wäre es gewesen. Und so war es wahrscheinlich auch bei vielen, die jetzt gerade da draußen eingeschlafen sind. In ihren Bett liegen, weil wir haben exakt 3 Uhr Nacht. Das war ihre Mitteilung. Hallo, guten Tag. Sie sind noch wach. Da liegt jetzt noch ein Redemption, deswegen ghostet er jetzt zum Redemption. Wird engaged, hat allerdings den Steep dagegen. Muss aufpassen, denn der Gegner hat Backup. Das ist gemein, das ist nicht fair. Faker muss zurückjumpen. Oh, der ist noch. Er hat kein Redemption, er hat das nicht aufgenommen gehabt. Oder er hätte noch flashen und naja. Keine Kritik gegen Gott himself. Das ist noch zu früh. Faker gibt immer noch Hoffnung für die Gegner, damit die nicht bei Minute 20 surrendern, damit er zeigen kann, wie stark Zoe mit 3 Items ist. Aber da kann man halt auch sonst nichts probieren. Also sie müssen halt versuchen, hier irgendwie Pressure aufzubauen. Machen das jetzt auch und auf einmal haben sie Backup. Mission ist unterwegs, Teleport. Oh, ist Fortschnold. Ei, die macht richtig Damage. Kiyomi kommt da und jetzt kommen die Wurzeln. Die sollen festhalten, aber das passt. Ist Kontrapolitiker da? Ist Faker zur Stelle? Was geht da mit dem Q? Böllert er durch. Und jetzt Double Time. Schafft es aber nicht, den Kill zu machen und die Situation ist immer noch nicht bereinigt. Weiter geht's, Faker. Ziemlich low jetzt. Oh, der Flash da. Und der gibt's das Leap. Und Faker holt den Kill gegen Sai. Immer noch am Turm. Jetzt QB gegen 2 Faker mit der Ultimate macht den Damage des Q-Star. QB bekommt den Kill und dreckiger da geht's weiter. Ach mein Gott, Faker jetzt hier mit der ersten Kostprobe davon, was ihr erwartet. Das sind Schellen. Die sind im Ultraschall, die sind jetzt im Weltraum zu hören und ich weiß, da gibt es keinen Sound. Schauen wir mal, jetzt die Goldbase 200 Gold vorne. Das sind in Zoe-Zeitzone sind das ungefähr 78.000. Der Stun auf Leonard sitzt, dadurch auch der Sleep. Und die schöne Ultimate sitzt, von hinten jetzt auch nochmal. Aufgepasst, MLGXG ist da. QB mit der Ultimate hier lange an Anlauf. Uzi ist quasi weggezoned. Reicht das jetzt vom Damage her, ist die Frage. Dann gibt es die Miss Fortune Ultimate, aber schön unterbrochen. An der Stelle aber der Leonard Stun ist gut und Prey ist down. Jetzt hat man die Taric Ultimate ausgelaufen. Hier hinterher Uzi, zack, das war's für dich. Und Xai soll auch nochmal sterben. Und da kommt der Sleep jetzt über die Darts und er trifft. Natürlich trifft er. Und damit ist er down. Und Faker holt den nächsten Kill. Hat noch Mana, steht hier noch komplett im Saft. Hat auch nochmal einen Flash. Das heißt, er könnte nochmal hinterher gehen. Will es eigentlich nicht übertreiben, um den Gegner nicht völlig die Laune zu vermiesen. Aber ich glaube wirklich, so ist so entstanden, dass da 2 Designer waren. Der eine hatte eine Idee für einen Control Mage und der andere einen für einen Assassin. Und irgendwann, eines Abends, haben die sich so besoffen in der Kneipe, dass sie den gemacht haben. Und deswegen hat Zoe halt einfach so viele Spells, weil daraus hätte er echt 2 Champs machen können. Einen guten Control Mage und einen schönen Assassin. Jetzt hast du beides. Ja, GG. Gold, aber dead even insgesamt. China mit diesen Nashen, jetzt nicht mit dem größten Powerplay aller Zeiten, weil man da einfach zu viel Zeit rein investiert hat, einen QV zu fällen, der sich einfach irgendwann nicht als Eiche, sondern als verdammter Metallblock herausgestellt hat. Die deutsche Metalleiche? Ja. Oder die koreanische in dem Fall. Koreanische Metalleiche, ja, so ist es. Schwer zu bändigen natürlich, das Ding. Ja, dann baut man Bunkertüren auch raus. Also im Prinzip, was viele ja nicht wissen, so ein Stahlbetonbunker, der wird eigentlich aus koreanischer Metalleiche gebaut. Es ist natürlich noch ein Solari da. Der Sleep sitzt schon mal gegen Cho'Gath. Da wird der Damage ausgelöst. Das sind 1000 Schaden, das sieht nur nicht so aus. Ja, weil Cho'Gath einfach 5 Millionen Leben hat. Jetzt geht QB nochmal dran und der will den Engage, der will hier fighten. Drauf geht's jetzt, man bekommt den Fight auch, wird's reichen, Uzi. Und das war's schon mal für Leona. Weiter geht's. Wieder einen rausbekommen. Faker nochmal mit einem Flash, nachdem er jetzt gerade schon seine Aegis eingesetzt hatte. Oh, da ist der nächste Kill. Oh, er probiert's. Ah.
Diesmal der Sleep nicht und dafür ist einfach QB. QB ist einfach, wow, der Damage! Holla die Waldfee! Also und dann nochmal ein Flash, ja, das macht doch das Spaß! Das ist doch einfach gegen Zoe, lecker. Macht richtig Spaß. Da man keine andere Drache hat. Oh, ganz, ganz starkes Sage-Ultimate. Jetzt der Damage, aber die Direct-Ultimate rettet ihr auch noch mal einiges. Wir schaffen auch gegen Faker. Kann man jetzt das Spiel vielleicht noch turn off? Prey is down. China schlägt zurück. Ambition und QB versuchen hier noch irgendwas zu reißen. Aber das war zu viel des Guten. QB als einziger steht diese Metalleiche hier noch im Wald vor lauter Chinesen. Oder was? Also, das ist einfach nur Zeit rausholen. Der ist nicht tot zu bekommen, der ist. Schau dir das einfach an. Er ist jetzt zugeschlaut, weil die CC-Chain so lang war, dass die Autotext nicht mehr durchging. Er hat viel und viel Leben. Aber guck mal, Warmogs Rack halt gegen 180, die jedes Mal. Oh, jetzt geht's Geld drauf. Kasarin, ja. Glas. Oh, oh, da ist Faker drin, aber ei, das war eine gute Leonium-Ult, gefolgt von der Miss Fortune Ultimate. Aber das war Redemption nicht. Und man hat auch die Terrick Ultimate raus und jetzt geht's weiter. 9-5-7 Faker will den Damage machen. Da kommt nochmal ein saftiges Q, aber. Oh, Faker into Sonias, into Flash, hat nochmal eine Ignite aufgenommen, geht hinten jetzt auf Kasarin, muss raus. Faker zu dem Trend, Faker ist oh down! Gott, das war ein dicker, dicker Fehler hier und jetzt geht's so ein bisschen in die andere Richtung. Das könnte es gewesen sein! Damit China muss das hier holen! Ein bisschen raus! Guck sein mal den Kasarin an. Jetzt ist er raus! Aber trotzdem, man hat hier den Fight geholt. China, nur QB steht mal wieder als einziger. Aber das reicht nicht. Ace jetzt. Aber der Nexus. Der Nexus. Oh Gott. Die holen jetzt. Boah, nee. Hol die das. Das kann sein. Johnny, hol die das. Das reicht. Die das holen reicht. Das. Johnny. Nee. Johnny. Nein, das kann Johnny. Nicht sein. Wir haben das Game. What? Du kannst Faker so in dich schlagen. Wie, was ist das denn? Also hätten die das gedacht, wäre es das Spiel gewesen. Das ist halt insane. Das ist halt der absolut beklopptesten Wins, die ich jemals gesehen habe. Und dadurch gewinnen die das hier. Ich habe keine Ahnung, wie. Absolut dramatische Szene. Der Schicksalsgott hat eingegriffen. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Game, was lange, lange in Erinnerung bleiben wird.